Darf ich vorstellen? Das ist die Raupe des Schwalbenschwanzschmetterlings. Die habe ich in dem Hochbeet gefunden am 19. Juni. Und dann habe ich die Raupe in ein Fenchelbeet gesetzt. Der Fenchel gehört unter anderem zu den Futterpflanzen der Raupe. Nach 5 Tagen hat die Raupe sich verpuppt. Hier sieht man sie noch zucken. Und dort oben findet sich noch ein bisschen von der alten Raupenhaut, das Dunkle da oben. Nach 22 Tagen war die Puppe leer. Aber hier oben sitzt er dann, der Schwalbenschwanzschmetterling, und trocknet. Da hatte ich Zeit, ihn von allen Seiten aufzunehmen. Das war eine große Freude.